Servus Leute, ja, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Januar. Ja, das Jahr hat richtig toll angefangen, wie ich finde, und zwar mit Oasis, Die letzten Menschen, heißt diese Trilogie. Das ist der erste Teil, das ist hier Limbus, der zweite Teil, und Paradise, der dritte Teil. Ja, das ist ein dystopische Science-Fiction, würde ich das mal beschreiben. Ich lese euch ganz kurz mal hier den Buchrücken vor. Mein Name ist Theo und ich bin ein Bewohner von Oasis, dem letzten bewohnbaren Flecken Erde. Es soll ein Paradies sein, ein Ort, an dem wir alle glücklich sind. Schlechtes Benehmen, Gewalt, Geisteskrankheiten und andere Gesundheitsprobleme sind nur noch eine entfernte Erinnerung. Auch der Tod ist keine Bedrohung mehr. Einst war ich auch glücklich, aber jetzt habe ich mich verändert. Jetzt habe ich eine Stimme in meinem Kopf, die mir Dinge erzählt, die kein imaginärer Freund wissen sollte. Sie sagt, ihr Name sei Fee und sie ist meine Wahnvorstellung. Oder etwa nicht. Ja, um was geht's hier? In der Geschichte geht's eben um die letzten Menschen. Ja, man ist hier Jugendliche von, ich glaube, von 5 bis 40 Jahre ist man Jugendliche. Und ja, da hat man so Gemeinschaftswohnungen und geht gemeinschaftlich zur Schule und so. Und wenn man dann 40 ist, dann kommt man zu die Erwachsenen. Ja, die Erwachsenen sind aber im Prinzip, sieht man die nur als Lehrer oder also Aufsichtspersonen. Ansonsten haben die Jugendlichen nur Kontakt unter sich. Die sind nämlich von den Erwachsenen oder von dem Erwachsenenwohnbereich vollkommen getrennt. Eben nur die Lehrer oder so Aufsichtspersonal. Ja, mit denen haben sie Kontakt. Und umgekehrt ist auch die Erwachsenen mit den betagten Menschen haben die auch nur begrenzten Kontakt. Und im Prinzip die Betagten, ja, die regieren sozusagen das ganze System von oben herab. Ja, und jetzt Theodor, also Theo, hat plötzlich eine Stimme in seinem Ohr, nämlich Fee, die ihm ganz kuriose Dinge erzählt, ja, von Sachen, die eigentlich gar nicht sein können. Und ja, die ihn in große Schwierigkeiten bringen. Denn es ist gefährlich, sich hier nicht an die Regeln zu halten. Denn da können ganz schön schlimme Dinge passieren, ohne dass dann trotz allem die Leute später noch was davon wissen. Das ist nämlich so eine komische Sache. Manche verlieren ihre, oder sagen wir mal so, alle anderen verlieren ihr Gedächtnis. Nur Theo ist durch Fies Hilfe davor gefeit. Und deswegen bemerkt Theo, was hier eigentlich wirklich vor sich geht. Und dass hier einiges ziemlich falsch läuft. Ja, ich kann gar nicht so wirklich groß was sagen, auch über die zweiten Teile, in der sich das alles noch viel mehr vertieft. Man erfährt, Oasis, man stellt sich Oasis vor wie eine große Kuppel,
und außenrum ist die Erde in, ja, vernichtet. Da ist so ein, die, sie nennen es Go oder irgendwie so, das ist wie so ein großer Schleim und ja, im Prinzip hat die Technik und so Nanoteilchen, so Nanoroboter irgendwie, so Zeugs, hat die Erde übernommen und aufgefressen. Ja, jedenfalls erzählt man sich das. Genaueres, ja, weiß man so nicht, weil ja, man wird hier sehr kurz gehalten in seine eigentlichen Informationen. Was das alles zu bedeuten hat und wie gesagt, wer Fee eigentlich wirklich ist, die Stimme im Kopf von Theo, das erfahrt er in den weiteren Teilen. Und ja, ihr könnt vielleicht vermuten, dass es, nachdem ihr den ersten Teil gelesen habt, hier vielleicht auch so kleine Liebesgeschichte noch entsteht. Und da könntet ihr recht haben. Die Liebesgeschichte ist aber so unglaublich einzigartig. Ich wette mit euch, ihr habt so eine Liebesgeschichte in der Art hat es noch nie gegeben. Ich glaube nicht, dass es das jemals schon irgendwann mal nur ansatzweise in der Art irgendwie in einer Geschichte gegeben hat. Und ihr könnt so unglaublich gespannt sein auf diesen Teil, auf Paradise. Und überhaupt, die Geschichte, die fängt so schon krass an. Wird hier in Limbus, ja, noch unglaublicher. Man stellt Dinge fest, auf die man, die du hier garantiert nicht kommen wärst. Und die dir sich hier offenbaren. Und was man dann hier noch weiter erfährt und was die eigentliche Wirklichkeit ist, das haut, ja, das hat selbst mich als gestandener Fantasy-Leser ehrlich gesagt vollkommen aus die Socken kaut. Ich war mehr als begeistert. Für mich ein absolut grandioses Werk. Ich werde immer mehr zum Fan von Dimazales. Das ist jetzt die zweite komplette Reihe, die ich von Dimazales gelesen habe. Die, die andere, die Gedankenleser oder irgendwie so, hat die. Die andere Reihe, die vierteilige geheißen von Dimazales, die ich letztes Jahr gelesen habe. Und jetzt dieses neue Werk von ihm. Wahnsinnig gut geschrieben, unglaublich kreativ. Das macht so viele Wendungen und so. Du kommst an einem bestimmten Punkt und denkst dir, hä? Wie? Was? So, noch mal krasser, ja, gibt's denn das? Wie gesagt, die einzige Kritik, die ich manchmal mache, ist, dass wirklich die Action manchmal ein bisschen zu lange gehalten wird. Da passiert was und dann voll die Action und die wilde Jagd geht ab und die Hetz und das Schlag auf Schlag passiert wieder irgendwas. Und dann würde ich mir echt mal wünschen, so kleine Verschnaufpause. Aber ne, der gibt nochmal voll Gas und nochmal ans drauf und nochmal mehr Action und nochmal, wo du dann echt
du denkst, oh, ich will jetzt mal ganz kurz verschnaufen einfach. Und wo es auch so ein kleines bisschen dann einfach unsinnig ist, jetzt nochmal ans drauf zu setzen. So. Wo man sich dann echt denkt, ja, jetzt die letzten 5 Seiten, die hätte ich mir jetzt einfach sparen können, so, weil es dann echt ein bisschen zu langatmig war, die Action. Aber sonst, deswegen gebe ich hier durchweg 14 Punkte statt 15, weil es eben das mal einzige Kritikpunkt. Die Action ist einen ganz kleinen Ticken manchmal zu langatmig. Ansonsten ist es eine hammer, außergewöhnlich geile Story mit unglaublicher Fantasie kreiert. Und ich bin durchweg absolut begeistert. Und wenn euch sowas interessiert, dystopische ja, Science Fiction, dann gibt es, glaube ich, nichts Besseres als diese 3 Bücher. Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.